Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Argonia. Die schwierigste Siedlung, die ich bis jetzt hier hatte. Das schwierigste Dorf, was ich jetzt bis jetzt hier hatte. Okay, ja. Wir hatten hier hinten ein Banditenlager entdeckt. Der hatten wir ein Banditenlager entdeckt. Und ich habe hier Soldaten. Nicht sehr viele, aber ja, doch, also zwei Einheiten. Ich habe zwei Einheiten Soldaten. Ach ja, da war ja was. Okay. Das, da müsste ich jetzt mal direkt gucken. Warte mal. Wenn ich sagen würde, Ich speichere Feuer. Sorry, aber ich bin hier leidgeprüft. So. Das geht sogar. Sehr cool. Dann würde ich sagen, heizen wir den Leuten doch da mal so ein bisschen ein. Wait mal eben. Entschuldigung, da vollkommen in die falsche Kehle gekriegt hat. So, dann gucken wir doch mal. Ich mache mal hier mal diesen hier. Na, ihr kennt das ja schon. Und dann schauen wir doch mal, ob meine Leute bis hierhin vordringen wollen können. Da kommen sie an. Und ob wir den Banditen hier nicht mal so ein bisschen die Laune verderben können, hier ständig bei uns einzufallen. Ist das ein Plan? Ich halte das für einen einigermaßen gangbaren Weg. Würde ich mal so behaupten wollen. So, da kommen meine Leute anmarschiert. Und ich hoffe, die Zahl reicht. Da kommt der zweite Trupp. So, meine Freunde, dann zeigt mal, was ihr könnt. Der eine macht aber ganz schön Ärger, da sehe ich das schon. Also das ist nicht so cool. Die sind unheimlich stark, diese Banditen. Das ist irgendwie so ein Elite-Bandit. Irgendwie, die gibt es wahrscheinlich nur noch. Was haben sie denn endlich mal klein gekriegt? Das sieht auch einigermaßen gut aus. Okay. Ein Banditenkampf weniger. Oh, hier ist direkt das nächste. Das habe ich nicht gesehen. Und auch das ist Geschichte. Wow. Sehr cool. Zwei Banditencamps weniger. Das ist sehr, sehr gut. Das ist super. Das gibt uns hoffentlich mal so jetzt so ein bisschen Luft. So, wer war's? Die nicht. Dann würde ich sagen, was hier? Gerade aktive Angriffsbefehl angriffen. Ich würde mal sagen, hier wieder zurück, Marsch. Ne, ihr könnt euch dann wieder hier so ein bisschen aufhalten. Das hat ja ganz gut funktioniert jetzt. Gott sei Dank. Also, wenigstens mal ein Erfolgserlebnis. Hat aber auch jetzt nur geklappt, weil ich die gesehen habe und also sehen konnte, wo sind die? Zumindest das eine Lager. Und dass ich hier halt die Leute hatte, die da von ihrer Kampfkraft her gesehen, so mit der gebündelten Kampfkraft, so wie das von mir ja von Anfang an geplant war, ne, wenigstens so zwei Einheiten hier zu haben, dass die sich jetzt haben durchsetzen können. Das ist nicht verkehrt. So, zwei gegnerische Lager weniger. Gott sei Dank. Das ist, dürfte so ein bisschen den Druck rausnehmen. Weil hier sind immer noch welche, ne, gar keine Frage, immer noch mehr als genug. Aber die haben jetzt erstmal so einen leichten Dämpfer bekommen. Hier ist das andere Banditenlager. Die lachen noch, aber auch nicht mehr lange. Okay, wie sieht's hier aus? Ja. Achso, ja, genau. Das ist das Problem, was ich im Augenblick habe. Da fehlen mir Materialien für. Da sind's die Lanzen, an denen es im Augenblick scheitert. 6 Eisenschilder.
Ah ja. Was ist hier? Da habe ich die Waldläufer. Leichtrüstung und Fackel. Da habe ich zu wenige. Das ist schon mal ganz klar. Dann habe ich hier... Ah ja, da habe ich 5 jeweils von. Okay. Ja, der Plan ist ganz klar. Geht nicht anders. Wachturm. Hier kommt ein weiterer Wachturm hin. So. Nein. 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 Ja. Schon wieder Einheiten, die verbannen werden. Achso, das sind gar nicht meine. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt doch hier nicht. Jetzt sind die Kollegen hier. Die haben da einen Wachturm und direkt daneben Banditenlager. Das ist aber auch heftig. Was haben die da rumrennen? Normale Wachen. Wieso machen die das Banditenlager nicht klein? Hallo? Was ist denn für eine Koexistenz hier? Ja, die drohen auch nur, ne? Die gehen hier nicht über die Grenze drüber, ne? Die lassen sie in Ruhe, ne? Das ist sehr verdächtig, sehr, sehr verdächtig. Und mit denen soll ich dann irgendwann Geschäfte machen? Da bin ich da, das müsste ich mir da... Weiß ich nicht. Okay, wie sieht's hier aus mittlerweile? Immer noch genauso düster wie... Ursprünglich habe ich hier noch irgendwelche Leute rum existieren. Nö, wo sollen die auch herkommen? So, was mit dem Wachturm hier? Ich verstehe. Okay. Ein Augenblick. Die brauchen Holzsperre. Sonst brauchen die nichts, ne? Habe ich. Holzsperre natürlich auch keine mehr. Die sind aber relativ schnell gebaut, glaube ich. Schneiderei sagt nichts zu tun. Schneiderei hat aber auch. Wo bleibt das Leder? Nichts funktioniert hier. Es ist zum verrückt werden. Holzwerkstatt, ja. Du machst mal so auf Verdacht 10 von den Dingern. Hallo, jetzt richtig, ne? Ja. Ist hier irgendwo noch Ehe? Schon wieder Diebe. Die eigentlich ihr Lager. Das müsste da sein. Okay. Seit ewigen Zeiten sind die hier mit einer Eisenlanze beschäftigt. Ne? Ich mache das mal ganz kurz, um das nur einmal mal gemacht zu haben. Ich könnte natürlich jetzt hier die Geschwindigkeit erhöhen. Ihr seht, ne? wir haben 1 oder 5. Ne? Aber ich habe einfach Angst, dass dann hier zu viele Sachen passieren, die ich nicht unbedingt will. Und ja,
Von daher bleibt das bei dem Schleichgang, den ich jetzt hier habe. Werkzeugtechnisch sieht es einigermaßen aus. Vielleicht noch mal so 5 Hämmer. Vorsichtshalber. Ich habe immer noch nicht genügend Material. Ja, eine Kohle ist da, aber daran hapert es. Gezetere hier. Oh, die haben tatsächlich mal 4 Eisenbarren. Das ist ja schon mal wow. Wie sieht es hier aus? Da ist einer unterwegs. Ja, aber da ich Moment mal, die macht Kettenrüstung, das ist richtig. Ist das falsch gelaufen? Moment mal eben. Ist nicht in Ordnung, weil ich da gemacht. Da habe ich mich aber kräftig verklickt. Das ist Kettenrüstungsproduktion, das ist richtig, aber hier sollten. Was ist denn da passiert? Panik! Kein Wunder, dass ich nicht vorankomme. Sie sagt auch nichts. Lass mich hier wieder dumm sterben. Boah. Habe ich das wenigstens richtig eingestellt? Das sieht gut aus. Moment mal, von den Dingern müsste noch irgendwo eine existieren. Genau da. Genau. Die machen beide. Schwerter. Ja, eins von diesen beiden Schwertproduktionswaffenschmieden würde ich dann irgendwann, wenn das dann erforderlich sein sollte oder notwendig sein sollte, auf Silberdegen um zu switchen, wäre das dann gegeben, aber da sind wir noch sehr weit von entfernt. Das dauert noch ewig. Okay. So, ich habe 16 Eisenschwerter, ich habe 16 Kettenrüstungen, was gut ist, ich habe. Ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das warte ich noch ab. Warte mal. Noch mal ganz kurz. So, okay. Jetzt kann ich nämlich hingehen und sagen, hier 10 Stück davon. Und die sollten dann noch relativ zügig zur Verfügung stehen. Wie sieht es mit den Eisen, mit den Holzsperren und Eisenlanzen aus? Holzsperre läuft einigermaßen. Eisenlanzen dauert noch. So, habe ich denn die Leutchen dafür? Man rüstet sich aus und. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 2 weitere. Ja, von überall her kommen entsprechende Leute, die sich jetzt als Soldaten verdingen möchten. Ich könnte versucht sein, Folgendes zu machen. Bevölkerung? Nein, da. Vielleicht noch so ein großes oder ein kleines. Ich habe da Platz für ein großes, dann nehme ich ein großes. Gucken wir mal. Taverne ist... Achso, alles klar. Aber die arbeitet. Immerhin. Ja... Die wartet nach wie vor auf Material. Bäckerei natürlich auch. Hä? Was habe ich denn da gemacht? Oh nö, Nandos. Guck doch mal, was du machst. Das war. Warum habe ich das denn abgehakt? Hatte ich das tatsächlich abgehakt? Ich kann mich nicht entsinnen. Jetzt bin ich aber alarmiert, denn die sind beide aktiv. Oh mein Gott.
Ja, jetzt geht's natürlich ab hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf dem Land. Ich gehe dann auch mal auf Mais und mache dann hier auch mal Mais mit an. Was habe ich mir denn da gedacht? Wahrscheinlich gar nichts. Es gibt so Tage, da möchte man nur noch sterben. Entschuldigung, aber ist so. Da bin ich schon auf dem Mais. Da ist Flachs angesagt. Da ist Getreide. Da ist auch Getreide. Ist richtig. Nee, jetzt aber Konzentration hier. So, Mais. Fuck. Mann. Oh je. Oh, ich wundere mich, warum machen die nichts? Aber wir sind davon ausgegangen. Ja, das Land ist so schlecht. Ne? Da wächst irgendwie nichts anderes. Ich habe schon überlegt, hier komplett auf Flachs umzuzwitschen, das Ganze. Das mache ich auch nicht, Josef. Nee, das darf nicht wahr sein. 4 Flachs verrottet bald. Warum? Nee, den Schluch. So, jetzt bin ich aber gespannt. Oh, jetzt war es auch Aufträge. Okay, die sind durch. Das ist cool. Ich mach mal 10 von denen. Und ich mach mal 10 von denen. So. Und dann schauen wir mal zu. Ich rutsche schon wieder in die Tiefen ab. Dann schauen wir mal zu, dass wir so langsam aber sicher mal unsere ganzen Wachtürme hier besetzt bekommen. Und die, die noch Leute brauchen, entsprechend ebenfalls versorgt werden können. Was mir nach wie vor Schmerzen bereitet, ist hier die Geschichte. Ich habe immer noch kein Leder. Und solange ich kein Leder habe, kriege ich hier keine Waldläufer. Weder die Geschickten noch die. Achso, die brauchen eh eine magische Fackel. Also kämen sowieso nur die normalen Waldläufer in Frage. Fackeln hätte ich, aber. 9 sehe ich gerade. Moment. Holzwerkstatt schon wieder. So, dann machen wir das mal so. Und ja, der soll erstmal die Fackel machen. Die hat wieder irgendwas gestohlen. So, Moment. Wachturm. Was hatte ich gesagt? Das sollte da. Da sind Soldaten. Das ist cool. Hier habe ich, die sind auf Patrouille. Noch 5 Waldläufer. Das ist wenig. Hier habe ich noch nichts in dieser Richtung. Und hier sollen Soldaten sich niederlassen. Da sind 2. Okay, sieht's hier aus. Da kommt so langsam wieder Personal an. Auch nur 5 im Ganzen. Besser als nichts. Da bin ich komplett. Okay, kann ich auch rausnehmen, ja. So, hier bin ich fast komplett. Den nehme ich auch mal raus. Okay, der letzte ist auf dem Weg. Das heißt, bis auf die Geschichte hier mit den Wachen, sind die Wachtürme hier komplett. Da brauche ich noch 8. Da brauche ich noch 10. Vollständig. Da wird ständig weniger. Was nicht gut ist. Überleg gerade.
Ach so, ich habe das. Ja, alles klar. Nee, nee, nee. Machen wir das mal. So. Das sind drei. Dann haben wir da sieben. Und dann gucke ich mal, was ich hier irgendwie hinkriege. Holzsperre ist nix. Eisenlanzen. Oder besser Soldaten. Ich bin jetzt gerade etwas unentschlossen. So. Dann nehme ich die. Oh, kommst auch schon direkt an. Sehr schön. Das ist cool. Achso, die gehen daher. Macht den erstmal dahin. Logischerweise. Nee, doch, sie sind noch da. Ich dachte, wir wollten jetzt hier hin. Achso, da wollte ich die genau. Da will ich die ja haben. So, das passt. Da brauche ich jene und die brauchen ziemlich alles, ist aber da. So. Wie jetzt? Läuft. Banditenlager ist da vorne. Ja, ich glaube, so langsam, aber sicher. Hier fast nur noch Soldaten im Einsatz. Aber geht doch nicht anders. Wie sieht's mit den Lanzen aus? Das wird langsam interessant. Braucht noch ein bisschen. Aber ich kann ja schon mal die Leute entsprechend rekrutieren. Ja, ich warte aber erstmal, bis die Soldaten da komplett sind. Also im Augenblick, das dauert noch ein etwas. Die sollen sich mal schön hier alle einfinden. Das läuft jetzt auch. Sehr gut. Ja, ich glaube, wir sind dabei, das Blatt so langsam zu wenden. Ja, es hat sehr, 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 sehr lange gedauert. Es waren einige Schmerzen damit verbunden. Ich habe ein paar Dinge mal wieder falsch gemacht. Weiß nicht, warum das abgehakt war. Ich kann es mir nicht denken. Ich muss da irgendwie. Ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig. Muss man das aktiv anhaken oder muss man das aktiv den Haken rausnehmen? Was ich da jetzt überlegt hatte, dass ich da Dinge hingesetzt habe, keine Ahnung. Muss ich beim nächsten Mal drauf achten, ob man das aktiv, also von selber aktivieren muss, was man da machen will, oder ob das erstmal alles abgehakt ist oder was da passiert ist. Ich habe null Plan, was da jetzt der Fehler gewesen sein könnte. Jetzt haben wir hier auch Weizen, nicht viel, aber es kommt, es wächst, ja. Wenn auch schlecht, aber immerhin, es wächst. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ich weiß doch auch nicht. Ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr mich bis jetzt hierhin begleitet habt. Für eure Unterstützung bedanke ich mich herzlich. Die ist mehr und mehr notwendig. Was haben wir? Kupfervorkommen haben wir entdeckt in Kohle. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das ist sehr erfreulich gegen Ende des Ganzen. Da ist wieder irgendwas passiert. Keine Ahnung. Ach, Schemen. Ja, jetzt kommen die Schemen. Jetzt machen die Ärger. Ja, bis wir zu den Waldläufern kommen, das wird noch ein bisschen dauern. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Wie gesagt, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Für deine Unterstützung auch. Vielen, vielen lieben Dank. Freut mich sehr. Und macht's gut. Genießt die Zeit.